auf jeden Fall noch eine Instagram-Story. Ist wichtig, dass du auf Instagram berühmt wirst. Sally Medienchronik überprüfen. Gemeinsam Foto machen. Und leidenschaftlich küssen. Sehr gut. Wir sind nicht gerade kokett, liebe Freunde. Wir haben einen Stern. 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 Wir haben einen Ruhmpunkt. Wofür wollen wir den ausgeben? Bemerkenswert. Möglichkeit, zusätzlichen Ruhm durch Fähigkeiten und Karrieren zu erhalten. Delia besitzt irgendetwas, durch das sie von der Menge anhebt und die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aufgrund dieses Aspekts in ihrer Persönlichkeit besteht die Chance, dass jede Fähigkeit oder karrierebasierte Aktion die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregt, sodass der Ruhm von Delia weiter steigt. Oder Networking. Leichte soziale Kontakte zu berühmten Sims knüpfen. Da Delia den Umgang mit anderen Promis gelernt hat, kann sie Freundschaften mit berühmteren Sims schließt. Mit ein paar Schmeicheleien wird eine Bekanntschaft schnell zur Freundschaft. Dank ihrer Fähigkeit, schnell Kontakte zu knüpfen, erntet sie Ruhm, wenn sie mit einem Promi Umgang pflegt. Und je berühmter der Promi ist, desto höher steigt ihr Ruhm. Oder Unternehmenspartner. Videos hochladen, den Ruhm zu erhöhen und Geld zu verdienen. Wenn Delia etwas über die Videostation oder die Musikstation hochlädt, erhält sie mehr Ruhm als gewöhnlich. Außerdem wird der Einfluss von Delia zu einem Wirtschaftsgut und Unternehmensmarken um ihre Zielgruppe zu erreichen. Delia wird gelegentlich telefonisch von einer Werbeagentur darum gebeten, innerhalb einer bestimmten Zeit ein Video gegen eine sofortige Bonuszahlung hochzuladen. Das ist ziemlich cool. Also es ist schon cool, YouTuber zu sein, aber das ist halt voll viel Arbeit. Also es dauert halt voll lange bei Sims, weil du musst halt nicht nur Videos aufnehmen, du musst irgendwie dreimal cutten und halt Effekte hinzufügen. Das dauert den ganzen Tag und dann können wir uns nicht auf unsere Schauspielkarriere konzentrieren. Wir bräuchten also jemanden, der ein Cutter ist. Überraschend, alle echten Probleme sind auch in Sims. Also entweder nur YouTuber oder nur Schauspieler, außer wir haben jemanden, der cuttet, aber das will ich Kim nicht andrehen. Jetzt die Sache, will ich eher mit meinen Fähigkeiten irgendwie auffallen oder will ich die Möglichkeit haben, berühmte Sims zu kriegen? So oder so steigt das unseren Ruhm. Hier ist es entweder leichter, Kontakte zu Promis pflegen und sich mit denen anfreunden. Das ist ganz cool, weil ich hatte jetzt eh vor, bei Sims ein bisschen mehr rauszugehen, ein bisschen mehr zu machen. Und das wäre halt richtig cool, wenn wir dann halt ein paar neue Sims schneller Bekanntschaft werden und dadurch berühmt werden. Oder immer wenn ich etwas mache, alles was ich mache, quasi Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregt, was eigentlich ganz cool wäre. Mal schauen, was es hier dann weitergeht. Hilfreiche Tränke per Post erhalten, dann noch höherer Verdienst auf selbstgefertigte Objekte, Castings und Anziehen von Kostümen nicht erforderlich. Oh, das ist auch sehr praktisch. Karrierehopper, guter Start in die Karriere und schnellere Beförderung, die der Genießer Grund ihres Ruhms für eine Karrierevorteile, wenn der eine neue Karriere einschlägt. Okay. Und in gesicherten Verhältnissen, schnellerer Karrierefortschritt, höhere Bezahlung und positive Arbeitstage. Das ist schon sehr cool. Das ist auch sehr cool. Aber auf selbstgefertigte Objekte, eigentlich malen wir ja nicht mit der. Also mal gucken, was es hier dann noch Neues gibt. Meine Agentur kümmert sich um den Ruf und exklusive Einladungen. Lege das Image von Delia in die Hände einer PR-Agentur. Eine kurze Telefonanruf bei der Agentur reicht aus, um neue Stories in die Welt zu setzen, die Ruhm und Ruf positiv oder negativ beeinflussen können. Die Agentur weiß zudem, wo die besten Partys der Stadt steigen und Delia auf die Gästeliste setzen, wenn sie dann neue Promi-Freundschaften schließen möchte. Das ist auch ziemlich cool. Liebling der Fans. Fans benutzen, um Ruhm und Ruf zu beeinflussen. Als Promi besitzt Delia wahre Heerscharen von Fans, okay. Und nach dem ersten Kennenlernen Freunde oder Turteltauben werden. Kann sie dir sofort bei Fremden freundliche oder noch intensivere Gefühle wecken. Oder es klingt echt krass nach ich schlafe mit meinen Fans. Halleluja. Anhängerschaft herbeirufen. Ob enge Freunde oder nur Bekannte, jeder Promi braucht eine Anhängerschar. Okay. Was ist hier die Sachen, die es noch gibt? Erhalte Geschenke per Post, Energieboosten und Wohltätigkeitsstreams hosten. Hochgeladene Videos sind immer trendy. Sims in der Stadt können ein Outfit tragen. Ich glaube, wir nehmen das hier. Das ist das Coolste. Okay, ach, das Verhalten eines Sims bestimmt welche Marotten er entwickelt. Okay. Bin so neidisch auf dich. Versuchen vorzustellen. Los. Tanzwettbewerb plus Ruhm. Moves präsentieren, Armscharen. Und du musst pissen. Schau mich an! Warum guckt ihr ihr zu? Stressig. Hier gibt's eine Bar. Getränke für Gruppe bestellen. Mehr Ruhm. Ihr kriegt eines der günstigeren Getränke. Ich habe Wasser für alle geholt. Ist umsonst. Einladen, über Nacht zu bleiben. Wir sind zusammen. Sanft küssen, sehr gut. Mehr Auswahl, Romantik.
ewige Liebe erklären. Zuneigung ausdrücken. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, wir sind in einer Beziehung, aber ich weiß nicht, ob wir irgendwie schon verheiratet sind oder so. Können wir in den Busch pinkeln oder so? Ach, wollen wir gerade darin pissen? LOL! Wie ein Champion pieseln. Also, wir können darin und pissen. Sehr guter Ort. Sehr guter Ort. Du bist auch, berühmt. Siehst du berühmt aus? Nein. Die sind in den Spin Masters. Okay, in welche Gruppen wollen wir sie denn schicken? Hier können wir nicht rein. Hier darf es nur Abenteurer geben. Die Avantgardisten. Du liebst es, über die subtilen Botschaften feingeistiger Literatur zu diskutieren? Nein. Die Abtrünnigen. Du möchtest Freunde finden und berühmt werden? Schade. Tschüss. Die Idole. Es erfordert eine Menge Arbeit, um so gut auszusehen. Perfektion ist immer nicht leicht zu erreichen. Jeder braucht jemanden, zu dem er aufsehen kann. Aus diesem Grund gibt es Idole. Lol. Spin Masters. Du beherrschst genügend Grooves and Moves, um bei den Spin Masters mitzumachen. Komm zu uns und beweise es. Fitnessfreaks, Gartenzwerge, Heckenritter. Ich will berühmt werden. High Society. Wir sind nicht hochnäsig, wir wissen einfach nur die besseren Dinge des Lebens zu schätzen, solange sie mit Essen zu tun haben. Okay. Party People. Die Party People haben nur eine Sache im Kopf. Party machen. Bist du auch in Partystimmung, dann feier mit uns. Oder ein Stammgäste. Ein Stammgast kann jeder werden. Du musst nur ein gutes Getränk und ein Tischfußballspiel unter Freunden zu schätzen wissen. Idole ist das, was am ehesten für Berühmtheit ist, oder? Gruppenaktivitäten. Outfits anprobieren, Kaffee trinken, gemein sein zu den Abtrünnigen. Wer ist hier drin? Siopan, Luna. Eine Gruppe erstellen. Wer ist denn noch berühmt? Die war berühmt, oder? Und okay. Anforderungen. Promi-Level. Mindestens 1-Sterne-Promi. Hauptsache, wir sind ein Promi und du musst Karriere, musst du entweder Entertainer sein, Freelance-Künstler, Freelance-Schriftsteller, Maler, Schauspieler. Oder eigentlich nur Schauspieler. Auf die anderen Sachen. Entertainer geht auch noch. Schauspieler, soziale Medien ist auch noch ein okayer Job für dich. Stil beeinflusst, ist das Influencer? Whatever. Das geht klar. Gruppenaktivitäten. Wir werden uns küssen. Wir treffen uns alle zusammen zu unserer Gruppe und dann küssen wir uns. Wir treffen uns zum Schauspielern und wir treffen uns zum Singen und wir treffen uns zum Comedy machen. Seid ihr alle noch berühmt? Dann kommt in meine Gruppe. Beliebte Gruppe. In der Sims mit einer beliebten Gruppe begegnen ihnen andere Sims mit Ehrfurcht. Außerdem beginnen neue Beziehungen und anderen Sims auf einer höheren Stufe. Sehr gut. Ich brauche 100 Punkte in der Gruppe. Okay, wir brauchen 100 Gruppenpunkte. Was kann man hier machen? Kapazitätslevel 1. Nimmst du 7 Sims in die Gruppe. Du brauchst 250 Gruppenpunkte. Kapazitätserweiterung 2, 8. Was ist das hier? Freundlichkeitsbonus. Dieser Bonus steigt die Erfolgschance und freundliche Sozialaktionen während Gruppenversammlungen. Gemeinheitsbonus. Okay. Dieser Boost beschleunigt das Tempo, in dem dein Sim während einer Gruppenansammlung Malerfähigkeiten aufbaut. Oh mein Gott, das ist richtig gut für Schauspielerfähigkeiten und Co. Okay, wie kriegen wir Gruppenpunkte? Offene Einladung, nur Eingeladene. Oder offene Einladung. Treffpunkt der Gruppe. Nein, ein bestimmter Ort. Und zwar in... wo wohnen wir denn zum Beispiel? Eigentlich können die auch zu uns nach Hause kommen, oder? Eigentlich Culpepper House 18. Easy. Ich habe jetzt meine eigene Gruppe nur mit den berühmten Leuten. Ich gebe einen Namen ein. Die Berühmten. Wir sind berühmt und ihr nicht lutscht doch unsere Auberginen. Sweet. Ein Gruppenbild. Ja, ich denke, das Schauspiel-Icon. Oder der Diamant-Icon passt eigentlich ganz gut. War hier nicht diese eine? Mehr Auswahl. Gruppen. Bittenversammlung der Gruppe, die berühmten Nein zu berufen. Gucken wir mal, ob wir uns mit der einigermaßen anfreunden können. Sie ist berühmt. Sie ist ein Megastar mit 4 Sternen. Oh mein Gott. Beide müssen wieder auf die Arbeit, du hast recht.